Oh, ich bin im Himmel. Oh, ich bin auch im Himmel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs 2. So, und wir versuchen jetzt hier den Punkt zu bekommen. Wir haben ja alle getötet, deshalb können wir hier ein bisschen... Ach, wisst ihr was? Wir stellen uns dahin und machen das mit der Drohne. Können wir sowieso besser sehen und... Fick dich in dein... Ja. So, hier ist schon Strom. Und deshalb... fliege ich direkt hier hin. Okay, ups. Mhm. Strom. Okay, und jetzt von der anderen Seite. Mal schauen, wo hier der Strom... Oder wo hier... das hakt. Da, wahrscheinlich. No, aber wir können das schon mal richtig drehen. Hier. Hier, da hakt es dran. Das heißt, hier ist jetzt überall... Hier ist überall... Ah ja. Jo. Nehmen wir auch mit. Tschibim. Mitnehmen. Es ist doch eigentlich praktischer, wenn man alle Leute irgendwie aus dem Weg räumt. Dann hat man halt danach auch noch ein bisschen Ruhe, sich umzuschauen. Hätte ich vielleicht früher damit anfangen sollen. So. Hätte ich mir einiges erspart. Ich nehme hier ein Auto mit. Welches Eutigen nehme ich denn mit? Welches? Weiß? Schwarz? Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. War das Rote auch nicht schlecht? Ah, ne. Ich habe gedacht, da wäre ein Motorrad. Das war aber nur Müll. Eine antike Münze. Das Missionsziel erfüllt. Wir haben die Wahl. Bin raus. Gut. Hey, wir haben ein Video gemacht mit dem Zeug aus dem Penthouse. Sieh's dir an. Okay, wir schauen das Video an. Mitbürger, Invalt hat euer geheiligtes Wahlrecht als Spielzeug missbraucht. Ihr wurdet ins Visier genommen und von Invalt manipuliert, um ihre Marionette zu werden, Mathras. Aber der Zack hat Invalt gehackt und ihre Algorithmen geändert. Die Umfragen kippten sofort. Entschlossen, Thrass wählen zu lassen, griff Invalt selbst auf Hacking zurück. Hier. Invalt CEO Mary Catskill übergibt einen Virus für die Wahlmaschinen an Mark Thrass persönlich. Die Wahl wurde verschoben. Mitbürger, nutzt diese Zeit zum Nachdenken. Lasst nicht zu, dass ihr manipuliert werdet. Der Zack bittet euch, denkt nach, bevor ihr wählt. Benzek hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Okay, und die Polizei vorne ist auf einmal abgehauen. Hat sich die Luft aufgelöst. Also die Mission ist abgeschlossen. Was kommt jetzt Neues? Wir haben die Stufe 17 erreicht. Thrusted Shirt. Witzig. Das Stoppschild ist hier völlig fehl am Platz. Ich hab doch nichts gemacht. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier gucken. Okay. Das haben wir jetzt. Oh, wir haben hier so viel zu tun.
Was? Bleiben Sie ruhig. Oh, wie schön das hier ist. Oh mein Gott. Wie schön ist das hier? Ich muss mal kurz anders hinsetzen. So. Ja, sieht sehr schön aus hier. Das kann ich echt. Wo müssen wir hin? Ich weiß, ich habe noch ein paar die Nebenmissionen, aber die sind halt irgendwie unendlich. Also habe ich das Gefühl. Tüte mit Geld. Das lobe ich mir. Wir gehen mal hier hin. Ich habe mich jetzt einfach für diese Mission entschieden. Die sah witzig aus. Und Ranch mag ich. Ranch ist eigentlich fast einer meiner Lieblingscharaktere da. Hey, ganz ruhig. Nein. Nein. Das ist komisch, ne? So. Wir sind gleich da. Moment. Wenn ich mir jetzt erstmal durchlese, was wir da machen müssen. Und wir müssen noch ein paar Forschungspunkte verteilen. Der Zack plant direkt mit Tides zu sprechen. Unsere Follower meinen, dass Thrus Fall hier der große Sieg ist. Aber das ist nur das Sahnehäubchen. Jetzt hinterfragen die Leute ihre eigenen Ansichten. Niemand wird zugeben wollen, dass er bei dieser Wahl verarscht wurde. Aber jeder Thrus-Wähler wird sich genau das fragen. Wir haben Bloom und CTOS zur Idee verschweißt, dass große Datenunternehmen invasiv und scheiße sind. Yep. Ein großer, invasiver Scheißkuchen. Du bist furchtbar. Das gefällt dir doch. Ah, okay. Süß. So. Treffsicherheit. Betäubungsturbo. Verringert die Anzahl von Elektroschrottladungen, die nötig sind, um Gegner zu betäuben. Ja, wir könnten die auch betäuben. Basteleien. Hier fehlen uns einfach noch... Botnet-Ersparnis, Stadthacking. Mhm. Ja. Was ist das? Mutter-Override. Ach ja, ich mach mal hier das. Den haben wir ja gerade auch extra eingesammelt. Und dann Gängerangel. Das mache ich. Das war ganz witzig. Das hilft mir immer schön dabei. Das mache ich. So, jetzt haben wir auch keine Forschungspunkte mehr. Aber das ist kein Problem. Wir bekommen ja immer relativ schnelle Forschungspunkte. Hallo. Er steigt noch nicht mal aus, um zu gucken, wie es mir geht. Mir macht die FPS-Zahl ein bisschen Sorge. Wir müssen hier rein. Hi. Hallo? Ah, okay. Marcus, wir wollen ja Teils dran kriegen, okay? Aber Optik? Ja, ja. Habt ihr was in dem Datendump gefunden? Ja, okay, sagen wir einfach, die Steuern, die Regierungszuschüsse, die Forschungsprogramme, man beachte die Gänsefüßchen, nichts passt zusammen. Und sie arbeiten mit Blum an etwas, das sie den 10-Jahres-Plan nennen, wieder in Gänsefüßchen, der die CTOS-Sicherheit verbessern soll. Warum melden sie dann Patente auf Militärtechnik an? Weil CTOS den Weg aller Kontrollsysteme geht. Und deshalb ist Junior hier an Bord mit einer Mission. Nein, ist er nicht. Das ist nicht deine Entscheidung. Glaubst du, du kannst einfach bei Tides reinlatschen und ihre dreckigen Geheimnisse klauen? Sogar Onkel Sam kauft seine Biometrik-Schlösser bei Tides. Das ist das Sicherheitsniveau, mit dem wir es zu tun haben, klar? Der Handscanner? Kinderspiel. Wir brauchen nur eine Hand. Ist für dich doch kein Problem. Hey, das ist dein Plan? Jemandem die Hand abschneiden? Das geht. Ich hier.
Herzfrequenz und Blutfluss werden mit Infrarotstrahlen gemessen. Kein Blutfluss, keine Freischaltung. Nur Passage. Okay, gut. Wir schnappen uns jemanden lebend. Und der öffnet das Schloss für uns. Nein. Das Pulsmessgerät schlägt Alarm, wenn er nervös ist. Okay, dann spritzen wir jemandem ein Beruhigungsmittel, um den Puls zu verlangsamen. Scheiße, dann... nochmal. Wir hatten schon einen guten Plan, Mann. Nicht mit ihm. Junior, aus. Hör mir mal zu. Du kannst nicht einfach so tun, als wärst du hier der Boss, okay? Das ist meine Werkstatt, meine Hardware. Er will aus Junior eine Bombe machen. Eine EMP-Bombe, wie ein trojanisches Pferd. Wir treffen die richtige Hardware, grillen die Datenbank, das setzt die Türen auf die Standardcodes zurück. Ein verdammtes Kinderspiel. Dann brauchen wir nur die Standardcodes. Klingt ganz gut, Mann. Eine Nacht zusammen in der Wüste und ihr zwei seid beste Kumpels? Weißt du was? Ist okay, Marcus. Stell dich auf seine Seite. Ignoriert mich einfach, ja? Hey, werd erwachsen, Kleiner. Was hast du gerade gesagt? Hey! Ganz ruhig. Bleib cool, Mann, bleib cool. Wie kriegen wir ihn da rein? Zuerst einmal entfernen wir hier die ganze hochwichtige Propaganda. Stopp, Jungs, stopp. Lass die Farbe. Wenn eins dieser Dinger ausfällt, holt Tidus sie aus seinem Service-Depot ab. Oh. Auf die Art bringen wir ihn rein. Sehr gut. Das ist wirklich gut. Hey, cool, Bro. Okay. Bin bereit, wenn du es bist, Marcus. Ja. Hast du Junior eingepackt? Yep, er ist drin. Dann MacGyvern wir ein EMP im Reparaturdepot? Kaum zu glauben, dass das reicht, um in die beste Sicherheitsfirma der Welt einzubrechen. Tja, plus den geklauten $36.000-Roboter. Du willst damit sagen, dass ich zu dem Plan am meisten beisteuere? Nein, ich will sagen, dass du ein Langfinger bist. Ein Desperado. Desperado? Gefällt mir. Der maskierte Desperado schleicht durch die Gassen auf der Suche nach den wertvollsten Schätzen des Reiches. Kein Auftrag ist zu klein oder unwürdig für den maskierten Desperado. Der maskierte Desperado und sein schwacher, aber großherziger Gefährte, der dunkle Fremde. Weißt du was? Desperado nehme ich zurück. Du bist der maskierte Cracker. Okay, ich bastle uns eine fiese, kleine EMP-Bombe. Schätze, es wird kein Problem, hier die richtigen Teile zu finden. Mann! Was könnte man hier für Roboter bauen? Vielleicht nächstes Mal. Ich, weiß ehrlich gesagt nicht so genau, ob, die Entscheidung... so gut ist von Marcus, halt sich auf eine Seite zu schlagen. Keine Ahnung. Ich glaube einfach, wir werden, glaube ich, noch ganz schön auf die Freche fallen. Aber wir werden sehen. Ich schaue mich hier nochmal kurz um. Wir brauchen auf jeden Fall den Code. Und der ist da drin. Wie wollen wir da reinkommen? Hier durch. Nein. Das ist eine Kamera. Wo ist der Code? Da. Nee, ich möchte zu meinem Ding. Ach, da unten. Okay.
Hier komme ich rein. Oh, warte. Warte mal kurz. Okay. Moment mal. Wir warten jetzt, bis der da... Brie, Pli, Blu. Wir werden die auf... Oh, oh, oh. Alter. Hier rein. Partybot-Sequenz gestartet. Ich hatte nie Unterricht. Was? Okay, wir haben den. Ich muss mal hier kurz gucken. Boah, doppelte Musik, das ist... Das ist die Strafe. Okay. Ey. What's happening with my FPS? Hallo? Boah, das ist gerade echt langsam hier, ne? Kurzen Moment. So, da bin ich wieder. Irgendwie ist es komisch heute. Ich weiß auch nicht. Wir spielen jetzt einfach so weiter, wie wir... Wie es jetzt gerade ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Wir müssen wahrscheinlich selber dahin fliegen, ne? Das ist voll süß. So. Ich habe jetzt wahrscheinlich... Ja. Ja. Bist du immer noch in dem Modus? Ja, okay. Neustart, Absicherung. Dann mach mal. Mach mal Party. Partybot-Sequenz gestartet. Ein Roboter weiter. Ein Android bei Nacht. Roboter haben ein inhärentes Verständnis für Rhythmus. Ein Roboter weiter. Ein Android bei Nacht. Oh, warte, warte, was ist das? Ah, wo du bist. Hier werden wir auf jeden Fall gebaut. So. Ach, Kacke. Wir müssen doch wieder zurück. Aber ich habe hier noch was entdeckt, was wir ändern können. Da ist auch noch was. So. Ich weiß ja nicht, wie wir hier runterkommen. Juhu. Das war krass, würde ich sagen. Magst du nicht hier so hinkommen? Magst du? Magst du? Geben Sie auf! Nee, ich denk da nicht dran. Schwert aus und finde ihn, los!
Oh, da hinten ist auch. Schaut euch ein bisschen um. Der entwischt uns nicht. Nimm ich jetzt. Sehr, sehr witzig. Und den da auch? Eine Sexmaschine. Komm schon. Komm schon, komm schon. Oh jo. Okay. Hier scheint's jetzt frei von. Oh. So, ich möchte den da eigentlich ausschalten. Sturmgewehr. So. Ja, wo genau die jetzt sind, habe ich keine Ahnung. Naja, okay. Okay. So, und da unten müssen jetzt eigentlich nur noch die Roboter unterwegs sein. Daher. Ja, und ich hab die. Oh, okay. Gut. Gut, das habe ich ja alles gar nicht gesehen, weil ich das einfach nur aktiviert habe. Sektorprüfung abgeschlossen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, Markus. Willst du mich verarschen? Ja, lass dir Zeit. Alles gut. French, das EMP ist bereit. Wo ist Junior jetzt? Er ist bereit und in der Abladezone. Kannst du die Tür für mich öffnen? Wird gemacht. Okay. Welche Tür? Okay. Wieder vorne. So. Ja, ich weiß, hier ist einer auf jeden Fall. Da hinten, okay. Wie ist der jetzt gerade unterwegs? Die Tür auf. Okay. Ach, Mensch. Du Armer. Okay, kleiner Kerl. Heute ist dein Tag. Mach uns stolz. Okay, Junior kann abgeholt werden. Nächster Halt, Tidus. Ranch,
Wir müssen Kriegsrat halten. Ich habe eine Idee. Ich schicke dir ein paar Koordinaten. Eine Spezialmission. Marcus, triff mich vor Tidus, wenn du fertig bist. Bei dem Silicon Valley-Schild. Schmeißt du hier jetzt den Laden? Nope. Das meiste wird Marcus machen. Aber ich werde alles tun, was ich kann, damit er da reinkommt. Wir sehen uns dort, Ray. Okay. So, wir sind jetzt hier raus. Und ich würde sagen, wir machen den nächsten Schritt. Alter. Hier geht's echt immer irgendwie ab. Yo, ich höre überhaupt nichts. Was ist da draußen los? Genau. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge von Watch Dogs 2. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.